In Prag offenbart ein ganz besonderer Ort die Seele der Stadt. Ein Spiegellabyrinth, in dem jeder Schritt tausend täuschende Wahrheiten über Gesichter und Figuren zu offenbaren scheint. Es sind diese nie ganz fassbaren Gestalten, die das Herzstück von Milan Kunderas Werk bilden. In seinem Kultroman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« erkundet der tschechische Autor virtuos die oftmals schwindelerregende philosophische Suche nach Freiheit. Kundera wurde oft als Dissident betrachtet, betonte aber stets, er sei lediglich Zeuge der kommunistischen Umwälzungen gewesen. Das Leben in der sozialistischen Tschechoslowakei hat ihm als Inspirationsquelle für viele seiner Erzählungen gedient und ihm dabei geholfen, seine Erforschungen der menschlichen Seele zu vertiefen. In Brünn, der Hauptstadt der Region Mähren, erinnert die Festung Spielberg an die Zeiten der Fremdherrschaft, vor allem an die österreichische. In den 30er Jahren, als Milan Kundera hier aufwächst, ist die Tschechoslowakei seit etwa 10 Jahren unabhängig und auf der Suche nach ihrer Identität. In Brünn geschieht das vor allem durch die Musik. Das wunderschöne Theater, das die Österreicher hier hinterlassen haben, haben sich die Tschechen zu eigen gemacht. Und sie haben die Oper gebaut. Kunderas Vater ist Musikwissenschaftler. Er führt seinen Sohn in das Universum des Komponisten Leoš Janáček ein. Die beiden befreundeten Musiker arbeiten oft zusammen in diesem Haus in der Innenstadt. Milan Kundera kannte alle Stücke, die sein Vater spielte. Und das waren nicht nur die Werke Janáčeks. Er hat zweifellos jeden Tag Musik gehört und sie in seinem Unterbewusstsein gespeichert. Als er zu schreiben begann, erinnerte er sich daran. Das Werk von Janáček weckt in Kundera zudem die Leidenschaft für traditionelle Musik und mährische Lieder. Kundera schreibt, unserer ganzen Volksmusik steht man gegenüber, als tanzte eine Frau aus tausend und einer Nacht vor einem und würfe einen Schleier nach dem anderen ab. So steht denn auch die Volksmusik im Vordergrund von Der Scherz, Kunderas Schlüsselroman über das tragische Schicksal des Individuums in totalitären Strukturen. Als er an dieser Geschichte arbeitete, erkannte er, dass die Volksmusik sehr alte Traditionen in sich trägt. Ein Stück Ewigkeit liegt in ihren Riten. Riten, die in den abgelegenen Dörfern erhalten geblieben sind. Dadurch konnten sich die Bewohner zu einer richtigen Gemeinschaft entwickeln. Auch in Prag ist die multikulturelle Vergangenheit Mitteleuropas bis heute spürbar. Kurz nach dem Krieg zieht es den jungen Milan Kundera voller Tatendrang für ein Literaturstudium in die tschechoslowakische Hauptstadt. Die kommunistische Partei hat gerade erst die Macht übernommen. Hinter mir liegt das Schloss, von dem aus die tschechischen Monarchen 1000 Jahre lang regierten. Ganz in der Nähe befindet sich die literaturwissenschaftliche Fakultät, wo Kundera ab seinem 19. Lebensjahr studierte. Als er 1947-48 nach Prag kam, war die politische Lage ziemlich unübersichtlich.
Dem jungen Mann schien nach dem Krieg der Kommunismus der beste Weg zu sein. Doch in Prag der 50er und 60er Jahre erstickt der Stalinismus die spontane Unbeschwertheit von Kultur und Privatleben. Kundera ist Professor an der Filmakademie und klammert sich an die wenigen Momente der Freiheit, die der Kommunismus ihm noch gewährt. In den Brasserien der Altstadt entflieht er dem tristen Alltag. Meist in Begleitung von Studenten wie Karel Steigerwald. Es gab in Prag damals nur wenige Cafés und Restaurants, und die machten früh zu. Man brauchte gute Verbindungen, um an eine Reservierung zu kommen. In diesen Cafés findet der Schriftsteller unendlich viel Material für sein künftiges Lieblingsthema, das er in den Liebespaaren entdeckt. Mit seinem Gedichtband Monologe setzt der Autor 1957 erste ironische, spielerische Akzente. Ein Stil, der nicht recht zum eher kargen Zeitgeist passen will. Obwohl der Gedichtband ein sehr intimes Thema behandelt, die Liebe, schlug Monologe ein wie eine befreiende Bombe und erschütterte, ja zerstörte die stalinistische Auffassung von Kultur. Die 50er Jahre waren eine Zeit voller Hoffnung, voller Vorfreude auf eine glänzende Zukunft. Aber schon damals hatte Kundera einen skeptischen Blick und beleuchtete die Intimität des Paares auf eine bis dato unbekannte Weise. Er führte ein völlig neues Element ein in die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das Motiv des Spiels, das fatale Folgen haben kann. Diesen Dualismus zwischen tragischer Schwere und spielerischer Leichtigkeit findet man auch bei Teresa und Tomasz, dem Liebespaar aus Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Im gleichnamigen Film von 1988 werden sie von Juliette Binoche und Daniel Day-Lewis verkörpert. Tomasz widersetzt sich jeglicher Verbindlichkeit, während Teresa von der einen Liebe träumt und gegen die Schwere ankämpft, die nach ihr greift. Kundera schreibt: Sie kämpfte sich zwischen den Betrunkenen in dem Lokal hindurch. Ihr Körper bog sich unter der Last der Bierkrüge, die sie auf einem Tablett trug. Und ihre Seele lag irgendwo tief im Magen oder im Pankreas verborgen. Nicht weit von seinen Lieblingscafés bietet die Prager Altstadt dem Schriftsteller einen Einblick in die vielen Facetten der menschlichen Seele. Durch diese Straßen streift auch die verzweifelte Teresa. Tomasz, der Mann, den sie liebt, möchte sich nicht festlegen. Die beschädigte Fassade des alten Rathauses wird zum Sinnbild für ihre Kränkung. Da, wo jetzt ein kleiner Park ist, stand einst ein neogotisches Gebäude. Es wurde von den deutschen Panzern komplett zerstört. Noch heute klafft dort eine tiefe Wunde. Seit der Zerstörung durch die Nazis ist der Ostflügel des Rathauses nie wieder aufgebaut worden. Die alten Steine aus dem 14. Jahrhundert lagern heute im Kellergeschoss. Kundera sieht darin einen Exhibitionismus des Schmerzes, den er auch Teresa entdecken lässt. Er schreibt: Sie musste plötzlich an ihre Mutter denken. Dieses perverse Bedürfnis, seinen Schutz zur Schau zu stellen, sich seiner Hässlichkeit zu rühmen, den Stumpf seines amputierten Armes zu entblößen und die ganze Welt zu zwingen, sich ihn anzuschauen. Seine Figuren befinden sich oft in Situationen, in denen die Welt ihnen entgleitet. Sie stehen mitten im Nichts, in einem trostlosen Zwischenraum, den sie nicht kennen und nicht verstehen. Der Alltag wird zudem durch große historische Ereignisse erschüttert, die der Autor in seinen Romanen bewältigt.
Im August 1968 besetzen hunderte sowjetische Panzer die Stadt, um den Freiheitsdrang des Prager Frühlings im Keim zu ersticken. Seine Protagonistin Teresa macht Kundera im Buch zur Hauptzeugin dieses Fest des Hasses, wie er es nennt. Der Wenzelsplatz ist das symbolische Zentrum Prags. Hierhin, mitten in die Innenstadt, zogen 1968 die Panzer der Besatzungstruppen. Durch die Augen von Teresa, die mittlerweile als Fotoreporterin arbeitet, erzählt der Autor vom Widerstand der Prager Frauen. Bewaffnet nur mit Minirock und Nationalflagge. Kundera schreibt: Es war ein sexuelles Attentat auf die russischen Soldaten, die jahrelang in erniedrigender Askese gehalten wurden. Sie mussten sich wie auf einem Planeten vorkommen, der von einem Science-Fiction-Autor erfunden war. Mit unglaublich eleganten Frauen, die ihre Verachtung ausdrückten, indem sie auf schönen langen Beinen einherschritten. Kundera erzählt die große Geschichte anhand von Einzelschicksalen. Die historischen Umbrüche prägen seine Figuren. Mit dem Einmarsch der sowjetischen Panzer endet eine Phase relativer Freiheit. Für Kundera wie für seine Romanfiguren. Seine regimekritische Haltung verbaut Tomasz seine Karriere als Chirurg. Er muss sich fortan als Fensterputzer über Wasser halten. Auch Kundera und seine Frau Viera verlieren ihre Arbeit und leben zurückgezogen in ihrer Wohnung in der Bartolomiejska-Straße. Nur ein paar Häuser weiter hat die Polizei ihren Sitz. Der Autor wird belauscht und heimlich fotografiert. In seinem Werk wird die Abneigung gegenüber dieser Überwachung sichtbar. Privatsphäre und Intimität sind für Kundera unerlässlich. Sie gilt es zu bewahren. In seinen Romanen wird diese Grenze jedoch oft überschritten. In seinem Buch steht: Prag ist hässlich geworden, sagte Teresa. Das stimmt, stimmte Tomasz zu. Nach einer Weile sagte Teresa halblaut: Am besten gehen wir von hier fort. Tomasz und Teresa werden ins Exil gezwungen und ziehen von der Stadt aufs Land. Ihre wiedergewonnene Freiheit bezahlen sie mit einem schmerzhaften Verzicht. Den von Tragik und Melancholie durchtränkten Roman schreibt Milan Kundera in Paris, wo er seit 1975 selbst im Exil lebt. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins wird zu einer meisterhaften Partitur über das Schwindelgefühl, das den Menschen angesichts der Vorstellung ergreift, seinen Lebensweg nur ein einziges Mal beschreiten zu können.